Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Schublach, für die freundliche Einführung. Danke auch für das große Privileg, hier mit Ruth Wodak auf einer Bühne auftreten zu dürfen. Meine Damen und Herren, Sie wissen es alle, man hört allenthalben von der Krise der Demokratie. Und sehr häufig, wenn von dieser Krise die Rede ist, versucht man dann auch gleich bestimmte Personen als die Schuldigen an dieser Krise auszumachen. Die einen sagen, es seien die Eliten, die korrupten Eliten, wie es dann häufig heißt. Die anderen sagen, nein, das Volk ist selber schuld. Denn die Leute sind ja ständig bereit, sich von irgendwelchen Demagogen mit falschen Versprechen verführen zu lassen. Ich will diese beiden Diagnosen jetzt gar nicht beurteilen. Ich weise nur darauf hin, dass so unterschiedlich sie sind, sie eins gemeinsam haben. In beiden Fällen zeigt man auf Gruppierungen von Menschen. Und wir sollten vielleicht den Blick etwas abwenden von verschiedenen Gruppierungen und nochmal zurückgehen zu einer etwas anderen Frage, nämlich der Frage nach Institutionen. Und insbesondere dem Zustand derjenigen Institutionen, die spätestens seit dem 19. Jahrhundert als absolut unabdingbar, als absolut essentiell für das Funktionieren der repräsentativen Demokratie im Besonderen wahrgenommen wurden. Damit meine ich politische Parteien und, jetzt kommt was ganz Langes, politische Nachrichten- und Meinungsorganisationen. Verzeihen Sie diesen sehr pedantischen Ausdruck. Man kann natürlich auch sagen, die Medien, aber ab und zu führt das etwas in die Irre, denn nicht alle Medien haben etwas mit Politik zu tun. Aber ich sage von jetzt an trotzdem einfach die freie Presse, genau wie Frau Reinhardt, als Abkürzung für diese Idee. Gewerkschaften sind übrigens auch sehr wichtig, keine Frage, aber diese beiden Institutionen, Parteien und freie Medien, sind schon immer als die absolut unabdingbaren, ohne die geht es gar nicht, Institutionen wahrgenommen worden. Was ich in meinen kurzen Bemerkungen heute Abend vorstellen möchte, ist zum Ersten ein Argument dafür, warum diese Institutionen so wichtig sind, warum man sie als kritische Infrastruktur der Demokratie bezeichnen kann. Im zweiten Teil möchte ich uns daran erinnern, was man von diesen Institutionen in einer Demokratie eigentlich erwarten kann und was es bedeutet, wenn diese Institutionen nicht mehr richtig gut funktionieren. Und im dritten und letzten Teil ganz kurz ein paar Worte zu zwei Institutionen, die in diesem Zusammenhang relativ neu sind und die vielen Menschen entweder den Schlaf rauben oder die fast schon utopische Hoffnungen wecken. Wovon rede ich? Den sozialen Medien, die rauben ja bekanntermaßen vielen Menschen den Schlaf. Und die fast schon utopischen Hoffnungen sind heute verbunden mit der Institution des Bürgerrates. Also zufällig ausgewählte, ausgeloste Bürgerinnen und Bürger, die plötzlich auch eine Rolle spielen sollen bei der politischen Entscheidungsfindung. Aber zum ersten Kapitel. Warum nenne ich das kritische Infrastruktur der Demokratie? Infrastruktur ist ja so ein bisschen wie Bildung und Erziehung. Alle sind immer dafür. Niemand sagt irgendwas dagegen. In den USA beispielsweise ist sogar Infrastruktur im physischen Sinne einer der wenigen letzten Themen, wo sogar Republikaner und Demokraten doch noch einer Meinung sein können. Dass das irgendwie doch sinnvoll ist, dass die Brücken nicht einstürzen, dass die Schlaglöcher gefüllt werden, etc. Infrastruktur hat aber auch eine ganz bestimmte politische Bedeutung. Denn worum geht es eigentlich bei Infrastruktur? Gewisserweise geht es ja darum, dass man, denken Sie nur an Bahnen, Straßen, Busse etc., dass man andere Menschen erreichen kann und wiederum für andere Menschen auch erreichbar ist. Und das ist in einer Demokratie auch wichtig, denn Demokratie ist ja unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, ein kontinuierlicher Kommunikationsprozess, wo Bürgerinnen und Bürger ihre, wenn Sie so wollen, demokratischen, kommunikativen Grundfreiheiten, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit etc., nutzen, um andere Menschen auf die eine oder andere Weise zu beeinflussen.
Und das kann man versuchen, ganz vereinzelt zu tun. Also ich kann jetzt meine Meinungsstücke an alle möglichen Leute per E-Mail schicken und die werden dann alle im Spam-Folder enden. Ich kann auch ganz alleine jetzt auf die Straße gehen und meinem Plakat irgendwas erreichen wollen. Aber wenn es mir gelingt, eine Organisation entweder zu gründen oder mich einer anzuschließen, dann werden sozusagen meine kommunikativen Grundfreiheiten potenziert. Es ist eine völlig andere Sache, ob mein Meinungsstück in der Zeitung steht oder ob ich beispielsweise mit einer Partei oder auch einer Gewerkschaft irgendetwas auf den Straßen und Plätzen organisieren kann. Daher dieser Versuch zu sagen, hier geht es wirklich um eine kritische Infrastruktur, ohne die Demokratie als kontinuierlicher Kommunikationsprozess nicht wirklich funktioniert. Was heißt es nun, und damit schon zum zweiten Kapitel, dass diese Infrastruktur entweder funktioniert oder eben, wie beispielsweise die Deutsche Bahn, nicht funktioniert? Lassen Sie mich auf zwei spezifische Funktionen hinweisen. Es heißt ja ab und zu, Demokratie, das beruhe auf Konsens, das Wichtige an der Demokratie sei der Zusammenhalt, dass sich irgendwie alle gut verstehen. Aus meiner Sicht, verzeihen Sie, sind viele solcher Reden eine Form von kommunitaristischem Kitsch. Bei Demokratie geht es nicht um Konsens. Es gibt auch keine Erwartung, dass alles mit Konsens enden muss. Es ist völlig legitim, in Demokratien Konflikte anzuzetteln, Konflikte zu inszenieren. In gewisser Weise ist eine Minimalforderung an die Demokratie nämlich genau diejenige, dass die Demokratie uns hilft, Konflikte auf friedliche Weise zu bearbeiten, zu bewältigen, aber eben auch wieder immer von Neuem aufs Tapet zu bringen. Wenn das nicht der Fall wäre, ist es zum Beispiel sehr viel unwahrscheinlicher, dass Verlierer bei Wahlen das Ergebnis akzeptieren. Sie akzeptieren es ja bekanntermaßen nicht zuletzt deswegen, weil sie das Gefühl haben, okay, ich kann den Konflikt aber wieder neu anzetteln und aufs Tapet bringen. Das heißt aber nicht, dass alle Konflikte Demokratie fördernd oder auch nur demokratiekompatibel sind. Und ich möchte auf zwei, wenn Sie so wollen, Kriterien oder vielleicht auch etwas schärfer gesagt Grenzen hinweisen, innerhalb derer Konflikte stattfinden müssen, damit sie demokratiekompatibel sind und vielleicht sogar, wenn es gut läuft, gewisserweise, um auch einen sehr gängigen Spruch aufzugreifen, produktiv sind, vielleicht sogar die Kohäsion, den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken können. Was sind diese Grenzen? Die erste ist, dass man den politischen Gegner auch als politischen Gegner respektieren muss. Dass man ihm oder ihr nicht auf fundamentale Weise die Legitimität abspricht oder in gewisser Weise noch perfider, aber heutzutage sehr, sehr weit verbreitet bei, um es sehr deutlich zu sagen, Rechtspopulisten, die Suggestion, dass die anderen ja gar nicht dazugehören, dass die ja gar nicht hierhin gehören. Ich weiß nicht, wie nervös Sie schon sind angesichts des 5. November. Ich will Sie jetzt nicht zu sehr strapazieren mit Hinweisen auf Donald Trump. Aber eine ist doch sehr, sehr angebracht in diesem Zusammenhang. Sie erinnern sich vielleicht, dass während seiner ersten Amtszeit Trump oft auf Kritik reagierte mit der Aussage, derjenige oder diejenige, die da Kritik äußern würde, sei schlichtweg un-American. Mit anderen Worten, gehört gar nicht wirklich dazu. Oder bei anderer Gelegenheit sagte er auch, verzeihen Sie diesen Ausdruck, dass diejenigen, die ihn kritisieren, doch eigentlich zurückgehen sollten zu ihren Shithole Countries. Also auch eigentlich gar nicht hierhin gehören, gar nicht Teil des Volkes sind, sondern völlig außen vor bleiben. Wenn man das macht, ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, kann natürlich nicht so etwas wie produktiver Konflikt sich abspielen, denn der andere sollte ja eigentlich gar nicht hier sein. Der oder die gehört ja gar nicht sozusagen auf die gleiche Bühne der politischen Auseinandersetzung. Ergo kann sich daraus auf jeden Fall nichts Produktives entspinnen. Zweite Grenze, bei dem, was ich jetzt sagen werde, werden alle Journalistinnen und Journalisten im Raum wahrscheinlich erstmal herzhaft lachen. Die zweite Grenze hat etwas zu tun mit dem Respekt für Fakten.
Der Lacher kommt halt, weil natürlich viele sofort sagen, naja, die Fakten, als ob das immer so einfach wäre, als ob man immer so einfach Fakten und Meinungen voneinander trennen könnte. Natürlich nicht. Aber viele von Ihnen werden sich vielleicht erinnern an den berühmten Aufsatz von Hannah Arendt, wo sie gesagt hat, demokratische Politik ist eine Sache von Meinungspluralismus, nicht von Wahrheit, denn wer die Wahrheit für sich gepachtet hat, der könnte ja auch die Wahrheit einfach sozusagen despotisch den anderen überstülpen. Nein, es ist ein Meinungspluralismus natürlich, aber Meinungen innerhalb der Grenze von einer gemeinsamen Faktenbasis. Denn auch hier gilt, wenn die gar nicht vorhanden ist, kann sich kein produktiver Konflikt entspinnen. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass das mit dem Klimawandel ja alles eine Erfindung der Chinesen ist, um unsere Industrie kaputt zu machen, und Sie sind vielleicht anderer Ansicht, kann natürlich kein wirklicher Konflikt entstehen. Wir haben ja überhaupt keine gemeinsame Basis, keine gemeinsame Bühne, um uns in irgendeiner Weise produktiv zu streiten. Das ist eine Grenze von dem Funktionieren dieser kritischen Infrastruktur von Demokratie. Ein anderer wichtiger Aspekt lässt sich zusammenfassen mit dem Begriff Pluralismus. Ziemlich offensichtlich brauchen wir natürlich einen Pluralismus von Parteien. Ziemlich offensichtlich brauchen wir auch Medienpluralismus, obwohl das wiederum etwas ist, was, wenn Sie sich die wissenschaftlichen Arbeiten dazu anschauen, sehr, sehr schwierig zu spezifizieren ist. Also wenn Sie mal nachts nicht schlafen können, ist das ein sehr gutes Mittel. Das ist größtenteils so langweilig und so pedantisch, aber letztendlich so ungenau, dass man extrem frustriert ist und oftmals die Frage am Ende hat, ja, aber was ist denn jetzt genau das Kriterium für Medienpluralismus? Aber gut, ich lasse es mal beiseite. Vielleicht möchten einige von Ihnen später aber nochmal bei diesem Thema einsteigen. Was ich nur sagen will, ist, dass es alles sehr offensichtlich ist auf der Makroebene. Was aber vielleicht weniger offensichtlich ist, ist, dass es auch extrem wichtig ist, dass sowohl politische Parteien, aber auch freie Medien auch ein gewisses Maß an internem Pluralismus haben. Und das ist besonders wichtig bei politischen Parteien. Viele von Ihnen werden vielleicht das Thema innerparteiliche Demokratie nervig finden. Das ist auch verständlich, denn viele Leute haben ja auch so Vorurteile, wo sie sagen, naja, wie läuft das denn wirklich ab? Dann gibt es irgendwelche allabendlichen Diskussionen in irgendeiner Kneipe. Wer gewinnt die Diskussion? Natürlich der alleinstehende, gut gebildete Mann, wahrscheinlich auch noch weiß, der sich gut ausdrücken kann und der am nächsten Morgen nicht früh aufstehen muss, um sich um Kinder zu kümmern. Der gewinnt meist bei den innerparteilichen Diskussionen. Diese Kritikpunkte, diese Sorgen sind alle völlig berechtigt. Aber gerade vor dem Hintergrund von Entwicklungen in unserem Zeitalter sollte man sich fragen, was eigentlich passiert, wenn es diese Form von innerparteilicher Demokratie gar nicht gibt. Dann gibt es nämlich auch nicht so etwas wie eine legitime Opposition innerhalb einer Partei, wo jemand sagt, naja, bei den Grundprinzipien sind wir ja alle d'accord. Aber wie man die umsetzen kann, da gibt es wichtige Differenzen, die muss man ausdiskutieren. Und wenn dann vielleicht eine Parteielite oder vielleicht gar ein einzelner Parteiführer sich plötzlich in Richtung von etwas bewegt, was gar nicht mehr so demokratisch ist, dann gibt es innerhalb der Partei Akteurinnen und Akteure, die dem entgegentreten können. Oder um es alles viel, viel konkreter zu sagen, denken Sie daran, was, jetzt kommt die Referenz nochmal, sorry, denken Sie daran, was Donald Trump aus der Republikanischen Partei gemacht hat. Eine Kombination von Persönlichkeitskult und Familienunternehmen. Seine Schwiegertochter ist ja inzwischen auch die Co-Vorsitzende der Partei. Wenn eine Partei erstmal so aussieht, dann gibt es beispielsweise auch keine Hindernisse mehr zu so etwas wie dem 6. Januar 2021, weil nämlich dann niemand mehr auftreten kann und sagen kann, jetzt ist aber Schluss oder das geht nicht oder jetzt halt. Insofern ist diese, wie gesagt, von vielen entweder belächelte oder nicht ganz so ernst genommene Dimension innerparteilicher Demokratie wichtig. Das ist auch der Grund, warum sie in manchen Verfassungen vorgeschrieben wird. Und es ist übrigens auch der Grund, wenn man sich heute in der Welt umschaut, warum wiederum alle mehr oder weniger autokratischen, rechtspopulistischen Führer, die derzeit ihr Unwesen in der Welt treiben, ihre eigenen Parteien auf extrem autokratische Weise führen.
Denken Sie an Orbán, denken Sie an Erdogan, denken Sie an Kaczynski in Polen, denken Sie an Modi in Indien. Haben Sie jemals schon mal etwas von innerparteilichen Diskussionen oder innerparteilicher Opposition bei diesen Leuten gehört? Natürlich nicht. Und in gewisser Weise ist der Grundgedanke bei Verfassungen, die diese Art von innerparteilicher Demokratie vorschreiben, auch zu sagen, okay, wenn jemand schon so autokratisch mit der eigenen Partei umgeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dann mit der Demokratie als Ganzes auch relativ autokratisch umgehen wird. Zweiter Punkt ist Pluralismus innerhalb von, wie gesagt, als Kürzel freien Medien. Das ist auch sehr schwer zu spezifizieren. Aber es ist bekanntermaßen eine berechtigte Sorge, dass wir nicht in Filterblasen oder Echokammern leben wollen. Wobei mich das jetzt auch zum dritten und letzten Teil schon bringt. Echokammern, Filterblasen, jeder weiß, das ist die gängige Erzählung über soziale Medien. Das ist die gängige Erzählung, warum die vermeintlich der Demokratie auch schaden. Aber Vorsicht, nicht ganz so schnell mit dieser Diagnose. Viele von Ihnen werden sich an das für viele Menschen sehr traumatische Jahr 2016 erinnern. Österreich war es ja auch nicht sehr angenehm für viele Menschen. Nachdem diese vermeintlichen populistischen Katastrophen passiert sind, also Brexit und Trump, sehr, sehr schnell mit der Diagnose bei der Hand war, das muss irgendwie an den sozialen Medien liegen. Im Nachhinein würde ich behaupten, ist man da so ein bisschen der Versuchung erlegen, einem gewissen technologischen Determinismus aufzusitzen und zu sagen, aha, jedes neue Medium, jede technologische Innovation hat eindeutige politische Folgen. Das kann man dann so durchdeklinieren nach dem Motto, naja, Erfindung der Druckerpresse, klar, am nächsten Tag fangen die Religionskriege an. Erfindung des Radios, na klar, Hitler. Erfindung des Fernsehens, na klar, McCarthy. Und jetzt soziale Medien, na klar, Populismus. Und so einfach war das natürlich noch nie. Es war noch nie eine 1:1 Umsetzung von solchen Neuerungen in ganz bestimmte politische Ergebnisse. Und im Nachhinein soll heißen, jetzt, wo wir zum Teil auch mehr empirische Erkenntnisse über das Internet haben, muss man leider sagen, das, was viele, ich nehme mich da nicht aus, 2016 betrieben haben, ist gut zu beschreiben als eine Art Echokammer über Echokammern. Soll heißen, wir haben uns damals ganz, ganz schnell alle diese Erzählung gegenseitig erzählt. Das liegt an den Filterblasen, ohne zu fragen, ob das wirklich so einfach ist. Inzwischen wissen wir, klar, dieses Phänomen gibt es, das ist nicht völlig erfunden, aber interessanterweise ist es völlig plausibel zu sagen, dass online Menschen eigentlich viel eher in Kontakt mit konträren Meinungen kommen, mit Sachen, die sie auch empören und, keine neue Erkenntnis, gewisse Plattformen haben das ja geradezu zu ihrem Geschäftsmodell gemacht. Das, was man bei Facebook sozusagen Optimizing for Outrage nennt. Denn je mehr ich mich empöre, je mehr ich immer Sachen lese, die ich also grundfalsch finde, je mehr ich von Meinungen höre auch, die ich für völlig falsch halte, desto wahrscheinlicher natürlich, dass ich am Bildschirm oder am Handy bleibe und da weitermache und noch poste und mich auf irgendwelche Diskussionen einlasse. Damit ist auch schon der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang erwähnt. Facebook ist nicht das Internet. Twitter, also ich nenne diesen anderen Ausdruck, den es seit neuestem gibt, nicht so gerne. Twitter ist nicht das Internet. Das sind ganz bestimmte Geschäftsmodelle, die da am Werke sind. Und die könnten auch anders aussehen und die könnte man auch regulieren. Und all die Dinge, die ja eigentlich inzwischen heute ziemlich bekannt sind und die beispielsweise auch von der Biden-Regierung zum Teil versucht wurden. Also, es kann nicht diese Art von Monopolen geben. Es kann nicht sein, dass Nutzerinnen und Nutzer quasi ohne eigene Userrechte dastehen. Es kann auch nicht sein, dass das Ganze so intransparent ist, dass man einfach nicht weiß, was da die Algorithmen mit einem machen. All das ist ja inzwischen relativ bekannt und eingängig, dass das eigentlich die richtigen Antworten wären und dass es eben zu simpel ist zu sagen, diese Technologie wird jetzt automatisch irgendwie die Demokratie zu Fall bringen. Nein. Es ist immer eine Frage, sozusagen, was man dazwischen schaltet an Regulierungen, auch an pluralen Möglichkeiten, wo man sich aufhalten kann, auf welchen Plattformen man unterwegs sein kann, etc. etc. Darüber können wir auch noch gerne mehr reden später, wenn Sie möchten. Ist natürlich nicht so simpel, wie ich es dargestellt habe, aber die Grundansätze sind nicht mehr irgendwie völlig unbekannt oder völlig mysteriös. Ein Wort, wenn Sie erlauben, noch zum Thema Bürgerräte.
Weil in manchen Ländern wird das ja so richtig angepriesen inzwischen als, das ist doch genau die richtige Antwort auf das, worüber sich die Populistinnen und Populisten immer beschweren, die große Distanz zwischen, um das Wort aufzugreifen, dem System und den vermeintlichen einfachen Leuten, da kann man sich ja gar nicht wiedererkennen. Das wäre doch mal etwas, wo, wenn zufällig ausgeloste Menschen sich da wiederfinden und an Entscheidungsfindungsprozessen teilnehmen können, das ist doch wirklich so eine Art möglicher Wiedererkennungseffekt. Und vielleicht weniger offensichtlich, ein wichtiges Argument von Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft ist auch zu sagen, naja, ursprünglich soll heißen, im alten Athen, wo man zum ersten Mal gesagt hat, Bürgerinnen und Bürger werden zufällig gelost, um Entscheidungen zu treffen, war die Idee gar nicht so sehr, dass man sich dann da irgendwie wiedererkennen kann. Also in Athen kannten die meisten Leute sich sowieso schon. Nein, das wichtigste Argument hatte mit Korruption zu tun. Das Argument war nämlich, wenn ich vorher nicht weiß, wer da an die Schalthebel der Macht kommt, kann ich den oder die auch nicht korrumpieren. Und das war bei den Athenern wirklich extrem. Also sie wurden ausgelost und sie mussten sofort anfangen. Denn sonst gäbe es ja quasi eine Periode dazwischen, wo man sie hätte irgendwie bestechen können, irgendwie beeinflussen können. Es war ganz wichtig, dass man gesagt hat, okay, du bist ausgewählt und sofort geht's los mit verschiedenen Ämtern, inklusive, was für unsere Verhältnisse auch kaum vorstellbar ist, inklusive so etwas wie Staatsoberhaupt. Das war mal aber nur einen Tag lang. Deswegen war das auch eine Sache, die sehr viele Leute irgendwann mal gemacht haben. Und da konnte man auch nicht wirklich korrumpiert werden, weil es war fast schon wieder vorbei, wenn man angefangen hatte. Also das sind alles in der Theorie auch wirklich gute Argumente für Bürgerräte, würde ich nie bestreiten. Es gibt nur ein Problem. Wenn man will, dass diese Institutionen wirklich Entscheidungen treffen, und einige Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft wollen das. Die wollen wirklich sagen, okay, Parteien sind nicht mehr zu retten als Institutionen, Parlamente sind auch nicht das Wahre, wir möchten, dass Bürgerräte entscheiden. Dann ist natürlich sofort die Frage, und wir alle anderen, die da nicht ausgelost wurden, was ist denn mit uns? Was ist denn mit unserer Partizipation? Und wenn man dann sagt, naja, dann könnten wir uns ja immer noch organisieren und irgendwie versuchen, die Bürgerräte zu beeinflussen, dann ist man ja mehr oder weniger schon wieder bei Parteien. Denn das ist ja mehr oder weniger dann das Gleiche wie das, was wir eh schon haben. Insofern ist da ein enormes Legitimitätsdefizit. Wenn man sagt, diese Institutionen sollen nur beratend sein, dann ist das sicherlich, und da gibt es auch wirklich sehr viele gute Beispiele für, sicherlich sehr sinnvoll auf einer lokalen Ebene. Aber auf der nationalen Ebene hat man jetzt schon oft gemerkt, naja, alle finden das dann irgendwie gut, da ist auch keiner dagegen, aber das Ganze hat dann nicht wirklich sehr viel Einfluss und wird relativ schnell auch wieder vergessen. Nur ein Beispiel aus meinem Heimatland. Es gab mal einen auch sehr viel von Medien besprochenen, diskutierten Bürgerrat zu der Frage Deutschlands Rolle in der Welt. Das wurde auch, wie ja so viele Veranstaltungen heute, von einem, heute muss man ja auf Deutsch sagen, Graphic Artist begleitet, wo dann gemalt wurde, wo die Sachen, die man da beraten hat, zusammengefasst wurden. Am Ende wurde sogar ein Porträt gemalt von Deutschlands Rolle in der Welt. Und das war vor 2021, aber im Nachhinein muss man sagen, Deutschlands Rolle in der Welt war eine Frau, so ungefähr 40, die wie Annalena Baerbock aussah. Also irgendwie schien das so alles in die richtige Richtung zu laufen. Und dann, als es, wenn man das so sagen darf, wirklich drauf ankam, nämlich nach dem Februar 2022, wo genau diese Frage nach Deutschlands Rolle in der Welt quasi nochmal völlig neu aufs Tapet kam, hat, soweit ich weiß, nie wieder jemand von diesem Bürgerrat gesprochen. War nie ein Argument, dass man gesagt hat, aber die Bürgerinnen und Bürger haben sich doch mit der Frage schon beschäftigt und schau mal, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Zugespitzt gesagt, das Dilemma ist, dass wenn diese Institutionen legitim sind, dann sind sie nicht effektiv, weil es nämlich keinen kümmert. Und wenn sie effektiv sind, wenn sie selber wirklich entscheiden können, dann sind sie nicht legitim, weil zu sehr unser aller Partizipationsrechte dadurch abgeschnitten würden. Und diesem Dilemma müssen sich diejenigen, die das zum Teil so ein bisschen als Wundermittel anpreisen, als sozusagen neues Element der kritischen Infrastruktur der Demokratie, dem müssen die sich irgendwie stellen und irgendwie erklären, wie man diesem Dilemma entfliehen kann. Das klang jetzt alles fürchterlich negativ. Normalerweise ist ja die Erwartung, wenn sie schon jemand aus Amerika bringen, muss doch was Positives kommen, was Uplifting irgendwie. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um
mehr zu reden danach. Erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit.